Hey Leute, hier und willkommen zur weiteren Folge von Rock Lee. Ich habe vorhin mal alle Autos durchgeguckt und da ist mir etwas Furchtbares aufgefallen. Denn mir ist aufgefallen, dass ich mit 3 Autos noch nicht einen einzigen Sieg geholt habe. Das konnte ich gar nicht glauben. Und diese 3 Autos würde ich heute ganz gerne mal vorstellen und das ändern. Nach diesem Video hätte ich heute ganz gerne mit jedem Auto mindestens einen Sieg. Und das Video wird auch so lange gehen, bis ich mit jedem Auto einen Sieg habe, egal wie scheiße das Auto ist. Und gar nicht lange labern, wir fangen an mit Auto Nummer 1, und zwar den Zippy. Ich habe mit dem Zippy noch nicht einen einzigen Sieg geholt. Und ja, ich habe auch geguckt, dass ich die autospezifischen Aufkleber genommen habe. Der zum Beispiel den Tiger, Leopard, Herzen, hier noch das, ich glaube, es soll ein Gesicht sein. Ich fand aber das tatsächlich am besten. Guck euch mal den Boost an hinten. Was ist das denn? Das ist hier nicht mein Auspuff. Das sind Solarlampen. Werden wir für Team Zippy... Werden wir für Team Zippy mal ein paar Siege holen. Bin übrigens immer noch enttäuscht, dass es mit dem großen Ball da hinten nicht mehr auf sich hat. Da. Warum hat man damit nicht irgendwas gemacht? Du hättest doch so leicht ein Story-Event machen können, wo der irgendwie runterknallt auf einmal oder so. Also, da gab es ja 1000 Möglichkeiten. Ich würde mir das ja wünschen, dass sie so ein bisschen sich das von Fortnite abgucken und so leichte Story-Events gibt. So eine Abart von Story-Events. Bam. Ich habe zersplittert genommen als Torx-Version. Habe ich lange schon nicht mehr benutzt, obwohl die eigentlich recht clean ist. Okay. Ich werde am Ende übrigens auch sagen, welcher Wagen mir am besten gefallen hat. Noch was anderes. Wir haben gestern die 280.000 Abonnenten erreicht. Hat mich auf jeden Fall auch gefreut. Und jetzt beginnt ja im Grunde dann das Wettrennen nach 300.000 Abonnenten. Ich denke, das werden wir Ende nächstes Jahr schaffen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch... Oh, dankeschön. Dass wir jetzt noch gut sprinten werden. Ich denke mal so Oktober bis Dezember haben wir das. Es sei denn, es kommt ein krasses Spiel raus. Ich muss sagen, bis jetzt, Traumstart. Ich habe 4-mal geschossen, 3-mal getroffen. Absoluter Traumstart. Die Schüsse waren sogar alle recht präzise, die kamen alle so, wie ich wollte. Den habe ich auch getroffen. Werde ich ein Zippy Main? Was ist denn hier los? Ups. Ich wollte ihn passen, aber dann habe ich noch selbst geblockt. Das war nicht so geplant. Okay. Hallo, Dunsor. Du bist tot. Oh, knapp. Aber wir flowen hier wirklich durch die Partie. Das ist ganz, ganz entspannt. Das ist ganz, ganz entspannt. In was für ein Flow-State wir sind. Mit den Zippy. Ich find's immer noch so geil. Der Boost kommt nicht aus dem Auspuff. Der kommt aus 2 Solarplatten. Und der Cristiano Ronaldo-Fan ist ein bisschen am Weinen. Wein noch, deswegen habe ich geschrieben. Ich will nur gucken, was er sonst so schreibt. Habe ich getalkt? Macht den rein? Der macht den nicht mal rein. Also. Er ballchased doch jetzt gerade. Er hat doch jetzt geballchased. Komisch, ne? Immer die Leute, die am Chat am meisten die Teammates beleidigen, sind die, die am wenigsten können. Komisch. Hoppala. Aber er sagt nichts mehr. Ich dachte, er beleidigt nochmal mich jetzt oder irgendwas, aber er hat nichts gemacht. Gut, er passt vom Teammate, der angeblich nur Ballchaser ist. Und der Typ, der so ein guter Typ ist, macht den nicht rein. Der eine ist klar besser, der ist ein viel besserer Teamplayer. Der eine, der angeblich ein Ballchaser ist. Es ist ein Witz. Habe ich richtig scheiße gehalten. Und er sagt sogar schön, der eine, der beleidigt wurde, 7 Schüsse. Der hat von 7 Schüssen nur 2 reingemacht. Okay, sehr gut. Erstes Game haben, wie sieht denn von der Unterseite aus? Erstes Game haben wir direkt gewonnen. Wir waren wirklich im Flow. Es war so gut. Auto Nummer 1, eine Überraschung, aber auch ein Erfolg. So, Auto Nummer 2. X-Devil, direkt daneben. Auch 0 Siege. Noch nie benutzt. Der hat mich ein bisschen enttäuscht, denn der hat kaum coole Skins. Das sind alles so Standarddinger, die auch jedes andere Auto hat. Reifen habe ich die Ghostbuster-Reifen genommen. Ich finde die passend aus irgendeinem Grund. Okay, also Zippy, Riesenerfolg. X-Devil, müssen wir gucken. Heute kommt übrigens auch, also wenn das Video draußen ist, ist es schon gestartet. Und zwar das Weihnachts-Event. Da könnt ihr, wenn ihr ein bisschen spielt, Kisten freispielen. Ihr könnt so Dinge gratis freispielen. Sonst als Geschenk darf man Geld ausgeben, ganz oft in Rocket League. Jetzt hat man mal wirklich ein Geschenk. Wieso geht er nicht? Na, egal. Egal. Kann man nach 30 Sekunden natürlich schwer sagen, aber es fühlt sich in den ersten 30 Sekunden... Teammate, was ist mit dir? Schlechter an, mein Teammate ist auch schlechter, muss man auch dazu sagen. Der geht beim Kickoff nicht, obwohl er auf der richtigen Seite steht, um zu gehen. Der Double Committed. Das ist nicht gut. Okay. 1-0. Auch wenn mir der Wagen nicht gefällt, anscheinend sprinten wir einfach. Anscheinend ist die neue Regel. Jedes Spiel, neues Auto, gleich. Sieg, 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 Sieg. Wusste ich das noch nicht. Das ist die neue Meta. Und ihr spielt nur mit einem Auto die ganze Zeit?
Ist ja dumm, Leute. Immer Auto wechseln. Ich glaube, ganz viele meiner Zuschauer, die spielen das Spiel gar nicht mehr. Genau, ich ehrlich gesagt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel noch spielt. Aber ich meine, häufiger mal zu lesen, dass viele Leute das Spiel gar nicht mehr spielen. Der Wagen sieht von der Unterseite ja sau cool aus. Ha. Und dann flippt. Das hat er so nicht geplant gehabt. Ich aber so. Nice. Da ist das Pferd. Gwen Champs 6, sagt der eine. Ja, wann war die 6. Season, als der Gwen Champ war? Das war vor 4 Jahren. Das heißt ja nichts mehr. Oh. Oh, der ist nice. Der ist nice. Oh! Fällt einfach mein Teammate auf mich. Was macht er? Ja. Oshkei. Oshkei. Der hätte ein bisschen anders stehen müssen. Der ist zu schnell nach hinten gegangen. Der hätte Shadow Defense irgendwas. Oh, wieso geht er wieder nicht? Das ist ein dummes Gegentor. Ich glaube, ich habe den so leicht berührt, dass mein Teammate den dann nicht mehr halten konnte. Nicht mein Auto. Wir müssen aber gewinnen. Das ist das Wichtige. Komm, Solo. Mann, der versucht die ganze Zeit einen Buizy-Flick, glaube ich. Er kann es aber nicht. Er war noch nicht einmal nah dran. Oh, das dreht sich auch, wenn man boostet. Achtet mal. Das hat auf jeden Fall schon... Sorry, habe ich nicht mit gerechnet. Oh, bei der gegangen. Oh, bei der gegangen. Oh nein, ich mag doch nicht mehr. Stopp. Halt, stopp. Ich will nicht verlieren. Ich will den Wagen... Der hat aus irgendeinem Grund irgendeinen Ceiling-Shot versucht. Aber halt überhaupt nicht so, wie es hätte gehen können. Teammate hat den. Teammate hat den. Teammate, nein, 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 geh zum Ball, geh zum Ball. Oh Gott. Eieieiei. Eieieiei. Er macht immer wow. Kein Problem. Brauche Boost. Digga, meinst du ich nicht? Jetzt gut, hitte wird's ein Tor. Nicht gut gehittet. Nachschuss? Ja, sehr gut. Alter. Check. Haben wir auch gewonnen. Meiner Meinung nach besten Auto. Und wie das immer so ist, werden wir mit dem besten Auto höchstwahrscheinlich verlieren. Und zwar dieses Auto. Ey. Sagt nichts Schlechtes über das Design, weil ihr könnt nichts Schlechtes über das Design sagen. Ist eine Legende. Ich muss sogar sagen, da habe ich es ein bisschen schwer gefunden, mich zu entscheiden. Weil die anderen gewöhnlichen, die waren alle nice. Hier Stacheln. Finde ich auch ganz geil. Hat auf jeden Fall was. Hier der Fisch. Sagt, was ihr wollt. Get Kraken. Finde ich auch sehr, sehr nice. Ich mag auch die Hand da oben drauf. Ich habe den... Oh Gott. Moment, gedrückt. Und es klappt? Und es klappt? Interessant. Fragwürdig Stellung gespielt von meinem Teammate. Okay, nevermind. 3-2. Oh, ein ganz großes Fall. Oh. Ah, den macht der Grand Champ. Und dann kein Problem. Jetzt sage ich mal meinen Fehler, weil es war mein Fehler. Da kommt in die Mitte. Bam. Oh, er wurde kaputt gemacht. Oh, schade. Ich wollte nur schnell in die Mitte kriegen. Ich habe mir jetzt... Oh. Wie geplant. Haben wir. Haben wir. Bin ich ganz selbstbewusst jetzt. Wir machen jetzt das 6-4 und dann ist Schicht im Schacht. Also. Zählt das als Fake? Ich hätte ihn einfach direkt schießen sollen, ne? Der hätte ihn nicht gekriegt. Der Skin ist so gut. Ich würde mal sagen, der Wagen an sich ist der schlechteste, aber der Skin ist halt der beste. Ich wechsle nochmal auf den besten Wagen und gucke, ob wir nochmal mit einem Zippy gewinnen können. Oder ob der Flow State im ersten Spiel mit Zippy einfach Glück und Zufall war. Zack. Flow State, Leute. Es wäre doch echt ikonisch, wenn ich mit den Zippy nach Champion 3 komme. So oft gescheitert, nach Champion 3 zu kommen. Also wirklich, ich war, glaube ich, mehrmals ein einziges Spiel davon entfernt, nie geschafft. Wenn der Zippy
das letzte Puzzleteil ist, was mir gefehlt hat. War doch ganz lustig. War doch eine feine Sache. Bitte. Oh, der kommt sogar an. Kein Problem. Sorry. Die Solarlampen werden uns noch stark machen. Bam. Drin. 2-1. Der Flow State, Leute. Wir sind unbesiegbar mit den Sipi. Das Tor war ja leer. Das Tor war ja leer. 2-2. Soviel zum unbesiegbaren Flow State. Ich mache mein Fehler und er sagt yes, wow. Hä? Digga, ich war so respektvoll bei jedem Fehler von dir. Ja, zum Glück kriegst du noch ein Tor geschenkt. Haben wir aber auch gewonnen. Okay, ich werde mein Glück nicht überstrapazieren. Lass uns das mal hier auf dieser Note beenden. Schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Wagen ihr am besten fandet. Vom Look, von Optik, vom Feeling. Schreibt es in die Kommentare. Bis dahin, Leute. Und ciao.